Hallo, liebe Freunde der gepflegten, niveauvollen Let's Play-Unterhaltungsbranche. Wir spielen heute einen nervenaufreibenden Titel, einen, der direkt, als er in Deutschland erscheinen sollte, auf dem Index gelandet ist. Es handelt sich um nichts Geringeres als den Gartensimulator 2010. Ja, jetzt wo die Temperaturen wieder höher werden, da wollen wir uns doch mal mit den lieben Pflänzchen beschäftigen, mit der Natur und was liegt da näher, als am Rechner sitzen zu bleiben. So, ich würde euch gerne die Option zeigen und auch so manch anderes, aber leider tendiert das Spiel dazu. Das ist übrigens auch eine ganz knifflige Sache, das ist so ein Feature, das eingebaut wurde. Es stürzt öfter mal ab. Das erhöht natürlich den Schwierigkeitsgrad und natürlich den eingangs erwähnten Nervenkitzel. Was wir aber machen können, wir können uns zum Beispiel mal die Credits angucken. Da haben wir es schon, der Gartensimulator 2010, da war der Leiter im Produktmanagement, der liebe Dirk Ola. Und das Produktmanagement waren Jens Braukhoff, Julian Broich, Susanne Schübel. Die Idee hatte Jenny Herde. Die Programmierung übernahmen Thorsten Fock und Achim Lübbecke von der Crew 51 GbR. Die Grafik ist von Achim Lübbecke und Thorsten Fock von der Crew 51 GbR. Die Musik hat Kevin MacLeod nicht komponiert, aber gespielt. Die Soundeffekte sind von Thorsten Fock. Das Shader-Framework hat Wolfgang Reichert entworfen und ein besonderer Dank geht an Jan Wagner. Ja, das wiederholt sich jetzt noch. Das ist auch schon ein herausragendes Feature, das sanfte Scrollen der Schrift hier. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel Aufregung bei euch verursachen, denn es kommt ja wie immer noch viel dicker. So, bei den Missionen haben wir die Wahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5, 10 Nervenaufreibung, also 10 unglaubliche Missionen, die hier auf uns warten. Da haben wir zum Beispiel Rasenmähen, das ist schon ein bisschen wie GTA im Vorgarten. Wir haben hier das Rosenzüchten, Ernte und Verkauf, Wettbewerb und die Nachbarschaftshilfe. Nicht zu vergessen natürlich der Klassiker Kirschbaumpflanzen. Den kennt man ja noch aus seiner Jugendzeit, als man sturm- und drangmäßig unterwegs war und so allerlei Unsinn gemacht hat. Einfach mal einen Kirschbaum pflanzen. Ja. So, ich starte hier einfach mal mit Rasenmähen 1. Jetzt zärtlich aufs Knöpfchen drücken. Moment. Da hat das schon. Bitte warten. Und wir befinden uns hier. Ach, die synthetischen Vöglein zwitschern. Das Spiel selbst verfügt über eine ausgezeichnete 3D-Grafik. Die Umgebung ist so reell. Auch die Schattenwerfung, da möchte man quasi überhaupt nicht mehr in den eigenen Garten oder in die Natur. Man möchte nur vor dem Let's Play sitzen bleiben und schauen, was als nächstes wohl Aufregendes passiert. Oh nein! Oh, so ein Unglück. Hier ist ja überall Gras und Rasen. Oh, und die armen Blümchen. Oh nein, da müssen wir was gegen tun. Kommt, wir stürzen uns gemeinsam in die Holzhütte, die aussieht wie eine... Na, sowas Dummes. Oh, jetzt wollten wir gerade im Garten arbeiten, jetzt regnet es auch noch. Und guck mal beim Nachbarn im Garten, das ist wirklich wunderhübsch hier. Guck mal. Der hat da schön lecker hier Dingens angepflanzt, Sonnenblumen. Und da ein paar authentische Kürbisse. Allerliebst. Und bei uns schäbiger Rasen. So, wir gehen mal in die IKEA-Ausstellungshütte. Und können uns hier den Unterboden von einem Rasenmäher betrachten. Wir haben 1000 Euro auf der Bank, das ist natürlich schön. Und wählen den Rasentraktor, Benzinmotor, 6 Kilowatt mit Auffangkorb inklusive Kanister. Und jetzt sieht man schon, es ist wirklich ein kleines Vorgarten-GTA. Yeah, was geht? Wir sind der Aushilfs-Niko Bellic. Und müssen versuchen... Uiuiuiui, ha, ha, ha. Was für ein Spaß. Wir müssen versuchen, hier eine Schneise der Zerstörung zu hinterlassen. Stirb, elender Rasen, stirb! Und jetzt hier nochmal schnell ein Drive-By. Pam, 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 hey! Und der Regen hat auch nachgelassen. Übrigens ein besonderes Feature, das noch zusätzlich zur Spannung beiträgt. Unten rechts, wenn ihr da mal hinschaut, da haben wir auch noch eine Benzinanzeige. Das heißt, hier ist nichts mit unlimitiert rumfahren, wie in anderen billigen Simulationen, wie zum Beispiel Grand Theft Auto, wo man einfach so rumfährt, um zu tanken. Nein, hier wurde selbst
an den Tankpegel gedacht. Ich würde mir ein Add-on wünschen, wo ich aktuell die Benzinpreise vielleicht einfahren kann. Oder wir können ja direkt an der Ölbohrinsel von BP tanken, das würde natürlich auch gehen. Hey! Ole, ole, ole! Ole, ole, ole! Wir haben gewonnen, wir haben Rasen gemäht! Aber jetzt befürchte ich, wenn ich zurück ins Hauptmenü klicke, befürchte ich, dass wir uns gleich wiedersehen, dann muss ich eine neue Aufnahme starten, denn das Spiel hat die Angewohnheit, gerne einmal abzustürzen. Mal gucken, was passiert. Ich klicke jetzt einfach mal ganz frivol aufs Knöpfchen drauf. Oh! Oh, hey! Wir sind nicht abgestürzt, das ist ja unglaublich. Dann stürzen wir uns natürlich sofort in die nächste Mission. Rasenmähen 2, Rasenmähen kennen wir schon. Kommt, Freunde, wir züchten ein paar Rosen. Wir wollen albern sein. Wir stürzen uns in den Garten, um Blumen zu pflanzen. So, hier ist schon... Die Vögel lachen mit. Eine wahre Freude. Mein Herz, es jauchzt und hurrat. Was haben wir denn hier? Eine Schaufel, eine Hake, rote Rosen, eine Gießkanne, Universaldünger und eine Gartenschere. Tja, da schaufeln wir uns zuerst mal das eigene Grab. Komm, hier ist doch ein super Platz für Rosen. Hier auf dem hellen, da möchte ich gerne auf den hellen Fleck, genau. Und da ist der blonde Seemann auch schon am Schaufeln. Da haben wir gerade den Protagonisten kurz sehen können. Und das haken wir jetzt natürlich nochmal um. Oder Moment, können wir nicht hier einfach mal... Ah, man kann auch Unkraut haken. Och, das ist eine wahre Freude, dieses Spiel. So, haken wir hier einfach mal den alten Kladderadatsch aus der Erde raus. Und da unten sehen wir Gänseblümchen. Gänsemarti Blümchen pflücken. So. Aber natürlich auch hier wieder eine weitere Schwierigkeit. Unten rechts der Timer läuft, die Stoppuhr. Wir müssen alles pünktlich schaffen. Darum schnell das Schäufelchen gezückt und jetzt pflanze ich hier direkt in der Mitte. Das soll es sein. Da soll mein Röschen stehen. Vielleicht wird es ja auch ein Dornröschen, man weiß es ja nicht. So, da sieht man schon Knospen. Ich pflanze auch gleich einige an. Denen geht es voll gut. Das ist immer der Indikator, dass es den Pflanzen gut geht. Das soll eine Smiley sein, so eine Art Hulk-Smiley. Und je nachdem, wie gut es denen geht, ändert sich natürlich auch der Smiley. So, und das Spiel weiß, achten Sie auf die Gesundheit der Pflanzen. Ein fröhliches Gesicht bedeutet, dass es der Pflanze gut geht. Oh, und jetzt haben wir kein fröhliches Gesicht mehr. Wir müssen natürlich gießen und jetzt sind die ganz unglücklich. Wir müssen sofort gießen. Das ist wie Polizeinotruf 110, da muss man sofort ran. In einer aufwendigen Animation sieht man hier auch den realistischen Wasserfluss, der aussieht wie chemische Formeln oder Murmeln oder ich weiß nicht, was da rauskommt. Es könnten auch irgendwelche blauen Pickel sein. So, jetzt wollen die Rosen aber auch noch gedüngt werden. Das lassen die uns durch ein Düngesmiley wissen. Und wir als liebevolle Rosenzüchter, Eltern, wir schmeißen erstmal irgendwelche ekligen Popel auf die Rosen. Das wird ja sicher auch als Dünger reichen. Und ruhig viel Chemie in der Erde, das ist doch kackegal. Hauptsache, es ist schöner als wie beim Nachbarn. Ach, meine prächtigen Rosen. Und jetzt, eine muss noch gedüngt werden. Wie viel Chemie kann der Boden aufnehmen? Die wollen ja alle noch gedüngt werden, aber ich verstehe nicht. Na nö, wir düngen und trotzdem scheint es nicht zu reichen. Da muss man wohl auf den Pixel genau treffen. Vorher kann ich hier leider nichts schneiden, bevor ich diese heikle Mission nicht beendet habe. Ich mach's trotzdem. So, da stürzen wir uns in den Schuppen und holen eine Schere. Und jetzt wird hier, wie bei der jüdischen Taufe, wird hier einfach mal beschnitten. Ja. Klasse, die Pflanzen beginnen zu blühen. Und jetzt zurück ins Hauptmenü. Und eine Mail kam gerade rein, das ist ja schön.